Unsere Themen am Mittwoch. Experimenteller Ausblick in die Lausitzer Zukunft. Bewegende Schicksale im Cottbuser Menschenrechtszentrum. Und das Bäckergehen liegt in der Familie. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Rechtsanwälte Göpfert bieten sowohl Unternehmen als auch privaten Mandanten ein Optimum an persönlicher, qualifizierter und juristischer Betreuung an. Wir setzen uns bestmöglich für Ihre Interessen ein, zur Vermeidung gerichtlicher Auseinandersetzungen. Sollte es dennoch zu einem Prozess kommen, wird auch dort Ihr Recht eingefordert. Rechtsanwälte Göpfert, erstklassiger Service, hervorragende Beratung und individuelle Betreuung seit Jahrzehnten. Wichtige Informationen unter ra-göpfert.de. Es geht vorwärts, Mittwochabend. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell. Die Lausitz ohne Kohle. Aktuell unvorstellbar, aber die Zeit wird kommen. Spätestens 2038 ist bekanntlich Schluss. Was danach? Eine Frage, die vielen Angst macht, aber auch neue Perspektiven bietet. Antworten darauf zu finden, das versuchen in dieser Woche einige Schüler. Sie setzen sich mit der Zukunft im Revier auseinander. Damon Weichert, Linus Thomas Krokor und Nico Klinkhoff bauen gerade an ihrem Postverteilsystem für die Lausitz. Wenn es nach ihnen geht, sollen Pakete in 10 Jahren per Rohrsystem verschickt werden. Das sei schneller und auch abgelegene Orte sollen besser und umweltverträglicher erreicht werden. Es gibt Packstationen, wo dann die Pakete hingeliefert werden, von denen die verschicken wollen. Und dann werden die in die Kapseln verpackt und losgeschickt. Wir hatten uns an den Zügen orientiert, die auch Hyperloop heißen die, glaube ich, die durch Rohre in Schallgeschwindigkeit durchfahren. Und dann sind wir auf das Postsystem gekommen. So. Seit Montag arbeiten 9 Klässler der Oberschule in Peitz an ihren Visionen für die Lausitz nach 2030. Im Fabmobil haben die Schüler in Gruppen ihre Konzepte erarbeitet und können sie gleich kreativ und handwerklich umsetzen. Wir haben ja die mobile Praxis und wir haben uns dabei gedacht, dass jeder, also nicht alle, das Geld dafür haben, jedes Mal zum Tierarzt oder zum Arzt zu gehen und das zu bezahlen. Und das ist halt kostenlos. Und das arbeiten halt auch Rentner, die halt mal Tierärzte waren oder Ärzte. Wir haben halt auch Autos und wenn halt jemand nicht zu uns kommen kann, dann fahren wir halt mit den Autos dorthin. Wir haben uns gedacht, dass das Kraftwerk 2030 soll ja abgeschaltet werden, also alle 9 Türme. Und dass wir da neue Projekte reinmachen und neue Attraktionen und den Mitmenschen die Lausitz näher bringen wollen. Das Fabmobil ist ein fahrbares Kunst- und Technologielabor. Das Team fährt damit an Schulen und sozialen Einrichtungen in Ostdeutschland. So sollen Jugendliche auch mal mit der Technik arbeiten können, die an den Schulen meist nicht vorhanden ist. Die Schüler stellen ihr Projekt grafisch am PC dar und können es per 3D-Drucker, Lasercutter oder Vakuumformer herstellen. Hier entstehen nämlich nicht nur Zukunftsideen, den Jugendlichen werden auch handwerkliche Fähigkeiten vermittelt. Die Schüler sollen natürlich für sich persönlich erst einmal erreichen, dass sie neue Medien kennenlernen, dass sie erfahren, wie funktioniert so ein 3D-Druck, wie funktioniert überhaupt so eine Modellage von ihren Gegenständen, die sie halt eben erstellen, beispielsweise dieses Rohrpostsystem oder eben auch das Tierarztmobil. Das ist das eine, womit die Schüler sich sozusagen beschäftigen sollen. Auf der anderen Seite natürlich auch, dass die Schüler natürlich dem Motto gerecht werden, fit fürs Leben mit einer starken Berufsorientierung. Das ist das Leitmotiv unserer Schule. Hier sollen die Schüler auch kennenlernen, eventuell neue Berufe, dass sie für sich ein neues Berufsspektrum erfahren, beispielsweise in Richtung Mediengestaltung, Industriedesign beispielsweise. Am Ende entsteht dann ihre Lausitz nach 2030, in der Touristen die Region als erstes in ehemaligen Kühltürmen kennenlernen, der Tierarzt nach Hause kommt und die Post eben in Kapseln verschickt wird. Am Samstag fahren wir in die Lausitz und blockieren die Orte der Zerstörung.
Mit diesem Satz hat eine Sprecherin von Ende Gelände auf der heutigen Pressekonferenz in Berlin auf ihren Klimaprotest aufmerksam gemacht. Tausend Aktivisten wollen dann die Anlagen von der Lerg stilllegen und besetzen. Wann und wo welche Aktion geplant ist, bleibt geheim. Bekannt ist bislang nur, dass Mitglieder vom Bund Brandenburg eine bunte Klimademo angemeldet haben. Diese zieht gegen 12 Uhr zum Kraftwerk Genschwalde. Bereits am Vortag gibt es einen weiteren Klimastreik. Mehr Infos folgen in den Kurznachrichten. Klimastreik wächst. Am Freitag wird weltweit für eine Veränderung der Klimapolitik gestreikt, auch in Cottbus. Die Demonstration soll um 13 Uhr vor dem Staatstheater starten. Das Bündnis Cottbus for Future ruft dazu auf. Unterstützung bekommen sie nun auch vom neuen Superintendenten Georg Timme. Das Oberhaupt des evangelischen Kirchenkreises Cottbus wird ebenso teilnehmen wie Piccolo-Schauspielerin Tracy Neumann. Sie spielt im aktuellen Stück des Theaters die titelgebende Figur Greta. Änderungen bei der Hundesteuer. Die Stadt stellt zum 01.01.2020 ihr Finanzverfahren um. Finanziell ändert sich für Hundehalter jedoch nichts. Es gibt lediglich Umstellungen in den Abläufen. Hundesteuerbescheide werden erst ab dem 15. Januar versandt. Die bisherigen Hundesteuermarken behalten so lange ihre Gültigkeit. Kleiner Verkehr. Am Freitag startet in Cottbus die 29. Modellbahnausstellung. Sie wird diesmal im Familienhaus aufgebaut. Von Freitag bis Sonntag ist sie jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Zu sehen ist unter anderem eine Winteranlage. Ein weiteres Highlight soll die Spreewaldbahn werden, bei der der Weg von Lübben nach Goyerz nachgebaut wird. Starke Rauchschwaden waren gestern Abend im Cottbuser Süden zu sehen. In der Schopenhauer Straße hat ein Wohnwagen gebrannt. Die Ursache ist noch völlig unklar, die Polizei ermittelt. Im heutigen Menschenrechtszentrum treffen die verschiedensten Geschichten aufeinander. Die Vereinsmitglieder haben auf dem Gelände viel durchmachen müssen. Sie waren inhaftiert und wurden von den Wärtern gedemütigt und misshandelt. Bewegende Schicksale, die prägen. Tausende vorwiegend politisch Inhaftierte waren im ehemaligen Cottbuser Zuchthaus hinter Gittern, so auch Matthias Katze. Er musste sich damals eine Zelle mit 15 Insassen teilen. Seit seiner Entlassung 1979 hat sich im Zuchthaus aber viel verändert. Damit die Geschichte nicht in Vergessenheit gerät, ist eine neue Entwicklungsstrategie geplant. Auch Matthias Katze empfindet sie als ein gutes Zeichen. Wir wollen ja auch auf diese Art und Weise einfach mit dazu beitragen, dass sich Leid, so wie wir es erlebt haben, wie es die Menschen von 33 bis 45 in den Zuchthaus erlebt haben, wie es heute leider noch viele Millionen Menschen erleben müssen, sich nie wiederholt. Und wenn wir da auch mit solchen fantastischen Plänen dazu beitragen können, was wollen wir mehr? Die Stadt Cottbus hat das Institut für Neue Industriekultur beauftragt, eine solche Strategie zu entwickeln. So soll in den nächsten Jahren die Erinnerungsstätte weiter ausgebaut werden. Eine Unterbringung der Cottbuser und Frankfurter Stasi-Akten wäre hier beispielsweise denkbar. Von September bis Ende November wurde zunächst eine Bestandsanalyse betrieben. Die ist nun fertig. Jetzt beginnt der nächste Schritt. Wir fangen jetzt an, ein Leitbild zu entwickeln, und zwar ein inhaltliches Leitbild mit verschiedenen Leitbildmodulen und werden das dann auf diese Umgebung anpassen sozusagen. Also welches Modul findet in welchem Gebäude Platz? Das ist die eine Seite. Und dann aber auch zu schauen, dass wir möglicherweise gar nicht so viel Platz brauchen. Also wir wollen, dass der Inhalt fokussiert bleibt. Ja, dass nicht jeder sozusagen hier reinkommen kann, wie er will und sollte, sondern dass das Thema tatsächlich fokussiert bleibt auf politische Arbeit, auf Gedenkstättenarbeit. Doch nicht alle leerstehenden Gebäude werden sofort mit in die Planung eingebunden. Einige von ihnen werden für eine spätere Nutzung gesichert. Dadurch lassen sie Spielraum für weitere Ideen. Dass zum Beispiel hier ausgehend aus diesem authentischen Ort nicht nur über Menschenrechte gesprochen wird, wie wir das jetzt im Klein-Klein machen, sondern dass zum Beispiel hier Konferenzen stattfinden, Kongresse bis hin zu Ärztekongressen zu ethischen Fragen oder mit politisch-historischen Themen. Cottbus ist am Rande der Republik, aber eigentlich im Zentrum Europas. Auch die Bürger können an den Plänen mitwirken. Nächste Woche Donnerstag wird es in der Gedenkstätte von 17 bis 19 Uhr eine Fachdiskussion geben.
Dieses süße Alpaka-Baby ist spurlos verschwunden. Christinchen wurde vermutlich aus dem Streichelzoo vom Landhotel Burg geklaut. Sie ist gerade einmal 9 Tage alt und wurde zuletzt am Samstag gesehen. Hinweise nimmt direkt das Hotel entgegen. Bei Familie Hanuschka wird das Bäckerkind gleich mitvererbt. Die Backstube ist für sie seit 5 Generationen das Zuhause. Neben den herkömmlichen Zutaten wie Zucker und Mehl gibt es bei den Hanuschkas noch ein Geheimrezept. Die Liebe zu den Backwaren. Fünf Uhr morgens in Galinchen. In der Backstube Hanuschka brennt schon lange Licht. Etwa 1800 Brötchen und über 180 Brote gehen hier täglich in den Ofen rein und wieder raus. Lars Hanuschka hat die Bäckerei seines Vaters 2015 übernommen. Gemeinsam mit seiner Frau Julia führen sie das Familienunternehmen weiter. Und das schon in 5. Generation. Vater Michael packt immer noch gerne in der Backstube mit an. Die Arbeit wird nicht weniger. Pfannkuchen, Spritzkuchen, Torten. Die Bäckerei Hanuschka bietet ihren Kunden eine große Auswahl. Hier geht das noch mit Muskelkraft, Handarbeit und Augenmaß. Das Backhandwerk liegt der Familie im Blut. 1986 hat Michael Hanuschka die Bäckerei in Galinchen eröffnet. Vor 4 Jahren hat er die Chefschürze an seinen Sohn übergeben. Ja, er hat ja nur ja auch bei uns gelernt und alles eigentlich über Jahre mitgekriegt. Und ich sage mal, die letzten 4 Jahre, bevor ich das Geschäft abgegeben habe, habe ich mich immer mehr zurückgezogen und habe ihm dadurch auch immer mehr Verantwortung gegeben und habe ihm gesagt, also wo ich 55 war, sage ich, jetzt wollen wir eigentlich nur noch mitarbeiten und jetzt ist er eigentlich alt genug. Seine Familie hat er auch gehabt und hier war alles vorhanden mit Wohnung und dergleichen. Da habe ich gesagt, also jetzt ist Zeit abzutreten. Lars Hanuschka tritt traditionell in die Fußstapfen seines Vaters. Aber er sorgt mit der Übernahme auch für Innovationen. Gemeinsam mit Frau Julia tüfteln sie ständig an neuen Produkten, wie hier in der Schatzkammer. Hier lagern die Grundzutaten. Ihre Rezepte für Brot und Brötchen mischen die beiden selbst zusammen. Außerdem kommt ein eigener Natursauerteig zum Einsatz. Backwaren bestehen längst nicht mehr nur aus Weizenmehl. Die Palette reicht von Dinkel bis Roggen über spezielle Saaten und verschiedene Körner. Julia Hanuschka hat sich deswegen nebenbei auch auf Ernährung spezialisiert. Die Waren der Bäckerei Hanuschka sollen gut schmecken und vor allem bekömmlich sein. Also es gibt viel mehr Kunden, die einfach genau wissen möchten, was ist in dem Brot drin, was bezweckt das, womit kann ich mich ausgewogen ernähren. Und viele Kunden hören vielleicht Sachen, die auch nicht immer stimmen. Und ich finde es eigentlich ganz toll, wenn der Kunde explizit sagen kann, ich möchte jetzt mit jemandem sprechen, der mich dahingehend beraten kann. Also wir versuchen uns immer weiter zu entwickeln und weiter zu informieren. Wir haben jetzt auch einen Backmeister wieder da gehabt, weil wir einfach auch auf Qualität aus sind. Und gerade wenn man neue Produkte entwickelt, wir haben jetzt zum Beispiel das Buchweizenbrötchen, wir haben den Grünkörnknüppel, also sind auch diese neuen Mehle, die jetzt sehr, sehr viele Kunden verlangen. Dann lassen wir uns eben jemanden kommen, wir backen zusammen, wir trainieren das Ganze, sodass also wirklich wir auch ein perfektes Produkt dann auch wieder in den Laden geben können. Neue Wege geht die Familie Hanuschka aber nicht nur bei ihren Produkten. In der Backstube fallen auch mal größere Investitionen an. Die Sparkasse Spree-Neiße hat der alten und neuen Generation dabei unter die Arme gegriffen. Eine größere Anschaffung war zum Beispiel der neue Ofen. Aus dem kommen leckere Produkte, die sollen dann natürlich auch zum Anbeißen aussehen. Dafür hat die Familie vor kurzem eine neue Gebäckauslage installieren lassen. Auch das Kundencafé ist neu. Es ist immer schwierig, so als Neueinsteiger so mit Geld zu handeln, haben wir immer so unsere Schwierigkeiten gehabt. Und da haben wir natürlich gute Unterstützung durch die Sparkasse erhalten. Da haben wir halt unseren ersten aufgenommen, sage ich mal, für unser Café, das wir dann im ersten Jahr umgebaut haben. Und daraufhin haben wir natürlich dann jetzt im Laufe der Zeit darüber nachgedacht, was man noch mehr erweitern könnte oder sich verbessern. Und da haben wir unseren Laden halt jetzt neu gestaltet in diesem Jahr, auch wieder mit der Sparkasse im Hintergrund. Wir sind total zufrieden damit und wir haben das, ja, dieses Konzept halt wieder mit inbegriffen, Tradition und Innovation, dass alles ein bisschen mehr auf den Kunden abgestimmt ist.
Und die wissen das auch zu schätzen. Manche Kunden holen sich in Galinchen seit über 20 Jahren ihre frischen Backwaren. Sobald sich die Tür um 6 Uhr morgens öffnet, ist immer was los. Brot, Brötchen und Co. landen aus der Backstube direkt im Verkaufsraum. Und das schmeckt man. Preis-Leistung. Und man sieht ja auch, dass hier immer wieder mal was Neues entsteht. Auch neue Sachen ausprobiert werden. Das finde ich dann immer ganz interessant. Hier wird noch mit Hand gearbeitet und ich sage mal, das ist wie bei großen Ketten, sage ich mal, wo ich mir das rausnehme, wo es schon 3 Stunden drin liegt und die Brötchen schon harte sind. Der Kuchen schmeckt super, ist auch handgemacht. Direktor Sven Walter und der Kundenberater der Familie Sebastian Plass von der Sparkasse Spree-Neiße können das bestätigen. Die gesamte Familie Hanuschka hat beide in die Geheimnisse des Backhandwerks eingeweiht. Viel Überzeugungsarbeit war aber gar nicht nötig. Vertraut haben sie der Familie von Anfang an. Das ist eine Tradition, die jetzt durch Julia und Lars Hanuschka weiter an Wert behält, weiter gepflegt wird, aber auch durch Innovation und Weiterentwicklung man Stück für Stück einfach mit der Zeit geht. Und wie man hier so schön sehen kann, diese wundervolle Ladeneinrichtung war auch einer der Teile, die investiert wurden, um im Prinzip mit der Zeit weiterzugehen. Und das ist auch ein Punkt, wo wir als Sparkasse, als starker regionaler Finanzierungspartner gesagt haben, das unterstützen wir sehr, sehr gern. Und somit ist das Unternehmen auch für die Zukunft hervorragend aufgestellt und ein Musterbeispiel für die Handwerksbetriebe hier bei uns in der Region. Und auch die 6. Generation steht bei Familie Hanuschka schon in den Startlöchern. Ihre Kinder genießen im Moment noch die Vorzüge der elterlichen Backstube. Also ja, es ist cool halt, man kriegt ja auch jeden Tag frische Brötchen und man kann sich halt auf den Laden nehmen, wenn es noch da ist, kann man das halt nehmen, können wir das halt nehmen und eigentlich ist es halt cool. Wenn Zeit ist, packen beide schon jetzt kräftig mit an. Vielleicht werden sie hier später auch in der Backstube stehen und die Tradition der Bäckerei Hanuschka weiterführen. Jetzt sind erstmal Lars und Julia an der Reihe. Der Cottbuser Hauptbahnhof ist inzwischen ein modernes, aber vor allem klimagerechtes Mobilitätszentrum. Doch das war längst noch nicht alles. Der Hauptbahnhof soll zu einem der Vorzeigebahnhöfe Deutschlands werden. Was die Deutsche Bahn genau vorhat, darauf gehen wir morgen ein. Ohne Verspätung sehen wir uns dann wieder. Machen Sie's gut! Die Black Week bei Expert. Zum Beispiel mit dem Samsung Galaxy A30s für 199 Euro, der Bosch Waschmaschine für 299 Euro, der Devolo Powerline für 39 Euro und dem 55 Zoll Sony TV für 1399 Euro. Expert mit den besten Empfehlungen. Ringfrei für den großen Boxabend des Cottbuser Boxvereins. Am 29. November ab 20 Uhr im Glätthaus. Kickboxen, Vollkontaktkarate, Boxen und ein Showkampf im Muay Thai. Kampfsport vom Feinsten. Zusätzlich heizen die Hip-Hop-Formation Novus Lines und der Show-Act Burning Twister ordentlich ein. Der Boxabend 2019 im Glätthaus Cottbus. Karten an allen bekannten Vorverkaufsstellen, im Netz und an der Abendkasse. Du suchst wieder mal deinen Mietvertrag, die letzte Betriebskostenabrechnung für die Steuererklärung. Das ist nun vorbei mit der neuen App zum EGWohnen Kundenportal. Die App ist gratis erhältlich. Einfach installieren und anmelden. Telefonwartezeiten einfach sparen. Jederzeit die eigenen Vertragsdaten sehen. Alle Dokumente finden. Alles auf einen Blick, auch den gesamten Schriftverkehr mit uns. Schnell und unkompliziert. Das Suchen kannst du nun vergessen.
Auch die kommende Nacht wird leicht bewölkt. Die Temperaturen gehen auf 7 Grad runter. Der Donnerstag startet ebenfalls bedeckt. Im Laufe des Tages zeigt sich die Sonne. Das Thermometer steigt auf 12 Grad an. Am Freitag geht es genauso weiter. Sonne und Wolken im Wechsel bei 8 Grad. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist Ihre Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus. Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 3. Telefon 42 18 18. Jederzeit. Wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten, welche Zeit würden Sie wählen? Die Steinzeit. Damals habe ich noch mit meiner Frau geschlafen. Lieber Monsieur Drummond, Ihrem Sohn und mir wäre es eine große Ehre, Ihnen im Rahmen der Zeitreisenden einen Abend Ihrer Wahl zu schenken. Was die Zeit betrifft, haben Sie da einen Wunsch? Den 16. Mai 74. Guten Morgen, Monsieur Drummond. An dem Tag habe ich eine Frau kennengelernt, die ich sehr geliebt habe. Gut, sie ist gut. Regle das Licht runter. Ihr Versprechen, auf den Kunden zugeschnittene Abende zu organisieren, ist wahr geworden. Ich weiß, ist alles nicht echt, gefällt mir aber trotzdem. Wann kommt sie zurück? Das ist nicht vorgesehen, das sind Schauspieler. Mademoiselle! Ich weiß nicht, was sie erwartet, was passieren wird, aber genießen Sie es. Scheiße! Verdammt, das klingt wie ein Chanson. Welches Alter haben Sie gewählt? 25. Ah. Und Sie? 18. Ah, ganz schön gewagt. Warum nicht, wenn man sich's aussuchen kann? Also Jungs, noch eine Runde? Nein, danke. Ich glaube, ich würde mir was zu essen holen. Wahrscheinlich für Urlaub ansparen. Ich glaube, ich würde mir einen schönen Wellness-Tag machen. Mit den 70 Euro würde ich mir wahrscheinlich heute neue Fußballschuhe kaufen. Mit 70 Euro würde ich mir eine kleine Reise planen.